Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Professor Z on Management, dem Videoblog für den anspruchsvollsten Beruf der Welt, dem Management. In diesem neuen Format möchte ich mit Ihnen aktuelle Themen auf humorvolle, vielleicht nicht ganz so ernste Art und Weise diskutieren und möchte mit Ihnen vielleicht einige wissens- und bemerkenswerte Dinge diskutieren, diese anstoßen. Und wenn Sie Lust haben, dann folgen Sie mir bei dieser und zukünftigen Folgen. Ich freue mich darauf. Da lese ich am 11.02.2017 im Spiegel Online: Snap in der Krise, Zuckerbergs Rache. Ja, da war Folgendes passiert. Mark Zuckerberg war begeistert von Snapchat schon 2012 und hat dem Gründer von Snapchat, Evan Spiegel, eine Mail geschrieben, hat gesagt: Hey, ich finde euch cool, ich würde euch gerne besuchen, natürlich mit Hintergedanken, und wollte vorbeikommen. Und da hat der Evan Spiegel, damals 22 Jahre alt und irgendwo in so einer kleinen Strandbude damit beschäftigt, Snapchat zu entwickeln, der hat dann wohl gesagt: Hey, ich finde das auch cool, wenn ich mal in der Nähe bin, dann melde ich mich bei dir, lieber Mark Zuckerberg, der große Gründer von Facebook, einer der reichsten Männer dieser Welt mittlerweile. Wenn ich mal vorbeikomme, dann melde ich mich. Naja, gut, das ist natürlich erstaunlich. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, Snapchat, ob ihr es wisst, Snapchat ist eine App, mit der man Fotos verschicken kann, und die Fotos werden nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Das ist bei jungen Leuten besonders beliebt, und ich denke mir, es ist deshalb so beliebt, weil man da nichts schreiben muss. Denn Schreiben ist ja nicht das, was junge Leute so gerne tun. Naja gut, vielleicht ist dieser Videoblog dann sogar etwas attraktiver als meine Bücher, die ich früher viel geschrieben habe. Aber auch für ältere Menschen wäre natürlich Snapchat eine Bereicherung, zum Beispiel für Politiker. In der Politik ist es ja so, viele bedienen sich Twitter und löschen dann ihre Posts oder ihre Tweets erstmal am nächsten und übernächsten Tag, wenn sie dann wieder nüchtern geworden sind oder wenn es ihnen zu peinlich geworden ist, wenn sie zur Besinnung gekommen sind. Außer natürlich Trump, der lässt alles stehen. Na gut, zurück zu Snapchat und Evan Spiegel und Mark Zuckerberg. Es soll so gewesen sein, dass Zuckerberg dann hingefahren ist zu Spiegel und gesagt hat: Entweder ihr verkauft an mich oder ich zerstöre euch. Und dein letztes Angebot muss bei 3 Milliarden US-Dollar gelegen haben. Da war ich dann schon überrascht, dass Spiegel nicht verkauft hat. Denn das, was wir heute in auch der deutschen und internationalen Start-up-Szene so sehen, ist ja genau dieses Verhalten. Da gehen die Unternehmen hin, werden gegründet von jungen, innovativen, häufig IT-affinen Menschen. Und ein frühes Ziel ist es, zu verkaufen, um mit diesem Gewinn möglichst viel Geld zu machen und dort dann wieder zu investieren. Und was ich feststelle, ist, es gibt offensichtlich einen riesen Unterschied zu früher, wo der Unternehmer ein Lebenswerk schaffen wollte. Und heute ist es so, dass man nach Möglichkeit, nach kurzer Zeit sein frühes Lebenswerk wieder verkauft, um es dann wieder zu investieren, das Geld in mehrere andere Unternehmen. Und nicht der Lebensunternehmer ist die attraktive Form, sondern der Serial Entrepreneur. Ich bin mir nicht sicher, dass das tatsächlich für die deutsche Wirtschaft und für die internationale Wirtschaft das Erfolgsmodell ist. Denn meistens bleibt aus diesen Konzepten außer einer gewissen Kernkompetenz nicht so viel über. Da werden eben keine großen Unternehmen geschaffen, sondern Kompetenzen weitergegeben. Aber was wir natürlich auch aus dieser kleinen Geschichte lernen können, ist, du wehrst dich besser nicht gegen übermächtige Gegner, zumal wenn sie noch eitel sind und von sich selber überzeugt. Und Eitelkeit spielt im Management, wie wir noch sehen werden, auch in diesem Blog, schon eine große Rolle. Dumm nur für Spiegel, dass diese ganze Geschichte, dass Facebook jetzt versucht, die Funktionalitäten zu kopieren, kurz vor seinem Börsengang kommt, und da steht es auf einmal gar nicht mehr so gut mit den Chancen, viel Geld zu verdienen. Vermutlich hätte er besser daran getan, vorher zu verkaufen und sich mit einer neuen Innovation im Markt zu platzieren. Aber so ist das eben, die Eitelkeit des Managers ist nicht zu unterschätzen. Leider. Okay, wir wechseln das Thema, bleiben aber vielleicht trotzdem im Rahmen der Eitelkeiten im Management. Da überraschte uns vor kurzem die deutsche Automobilikone Ferdinand Piëch, um den es etwas ruhig geworden war, mit der Botschaft: Der Aufsichtsrat von VW habe schon länger gewusst,
dass mit den Dieselmotoren von VW etwas nicht stimmt. Er soll, so schließt man im Handelsblatt, vor der Staatsanwaltschaft frühere VW-Aufsichtsräte beschuldigt haben. Sie hätten schon sehr früh von der Dieselaffäre erfahren, doch alle weisen die Vorwürfe zurück. Erstaunlich bei VW, die ja bis jetzt alles zurückgewiesen haben, was irgendjemand vermeintlich aufgedeckt haben könnte. Dennoch, der Vorwurf steht im Raum und irgendwas ist ja immer dran an der Wahrheit, dass die wichtigsten Mitglieder des Volkswagen-Aufsichtsrates, inklusive dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, frühzeitig von der Dieselaffäre gewusst hätten. Natürlich könnte man sich fragen, warum Piëch nicht selber irgendwas unternommen hat. Er war ja wenigstens Mitglied dort und auch noch Anteilseigner. Na gut, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber natürlich kann es nicht sein, dass Herr Piëch den Aufsichtsrat frühzeitig informiert hat, denn sonst hätten die natürlich sofort Selbstanzeige gemacht. Nein, das hätten sie nicht, denn sie verschweigen ja bis jetzt immer noch beharrlich und geben nur das zu, was an die Öffentlichkeit gerät und missbilligen jedwede Grundsätze guter Kommunikation mit Shareholdern und der Öffentlichkeit. Vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass Herr Piëch dem Aufsichtsrat zwar frühzeitig informiert hätte, aber auf Chinesisch. So könnten vielleicht alle das Gesicht wahren. Und ganz leise, vielleicht noch dazu. Naja gut, Analysten schätzen, dass der Skandal inzwischen 25 bis 35 Milliarden Euro kosten könnte. Die größte Unsicherheit geht von den vielen Anlegern aus, die VW vorwerfen, zu spät über den Dieselgate informiert zu haben und deshalb Schadensersatz fordern könnten. Na gut, in Amerika sind die ersten Dinge mittlerweile rechenbar geworden, aber das scheint die oberen Herren und Damen offensichtlich nicht zu stören. Der Schaden ist also immens, zumindest mal der finanzielle Schaden, aber der kann offensichtlich nicht so groß sein, dass darüber Eitelkeiten von Managern irgendwie hinterher stecken müssen. Denn um Piëch war es ja etwas ruhig geworden, nachdem er gegen Winterkorn und die Aufsichtsräte den vermeintlichen Kampf verloren hatte. Aber Piëch wäre wohl nicht Piëch, wenn er es aufgegeben hätte. Und mittlerweile entwickelt sich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, an dem Eitelkeiten, Macht und andere weiche Faktoren offensichtlich wichtiger sind als das Wohlergehen des Unternehmens. Und man könnte sich fragen, wie man dem entgegenwirken kann. Und mir kam ein Gedanke, wenn Sie sich schon aufführen wie ein Kindergarten, dann wäre vielleicht im Aufsichtsrat eine Erzieherin, Kindergärtnerin oder Horterzieherin die richtige Partnerin. Und plötzlich wurde mir bewusst, warum man eigentlich Ursula Piëch, die Frau von Herrn Piëch, 2012 in den Aufsichtsrat berufen hatte. Damals habe ich das nicht verstanden und plötzlich wird es mir ganz klar. Leider hatte man sie 2015 wieder abberufen, beziehungsweise sie selber zurückgetreten angesichts der Schwierigkeiten und ist jetzt als Korrektiv im Sinne einer Erziehung der Männerriege eigentlich nicht mehr da. Schade, schade. Wie die ein oder andere Frau auf oberster Ebene eben auch. Aber ich würde schon empfehlen, aus jetziger Sicht wäre eine solche Besetzung fachkompetent, gerecht und damit eigentlich gut. Was wir hier natürlich auch nochmal entdecken ist, dass in Management-Situationen die rationalen Geschichten keine Rolle spielen, dass auch Professionalität keine Rolle spielt. Es wird wieder den Grundsätzen guter Unternehmensführung gehandelt. Es wird wieder den Grundsätzen gehandelt, wie man in einer Öffentlichkeit und mit den Shareholdern kommuniziert. Es wird auch nicht fair mit den Kunden umgegangen. Und es ist erstaunlich, dass ein Unternehmen wie VW mit dieser Reputation, mit dieser Erfolgsgeschichte in diesen Dingen so liederlich arbeitet. Und es ist wieder einmal schade, dass das so ist. Und es sind nicht die großen Dinge, die hier zu verbessern wären, sondern es sind die kleinen Eitelkeiten, die das Ganze schwierig machen. Auch Stadtpolitiker haben Eitelkeiten. Manche werden sagen, gerade Stadtpolitiker haben Eitelkeiten. Aber lasst uns das Beispiel an der Elbphilharmonie kurz thematisieren. Jetzt ist sie nun endlich fertig, der Magnet am Wasser, von vielen liebevoll die Elfi genannt. Nur 7 Jahre Verspätung und das Budget nur um das Zehnfache überschritten. Das ist meine Leistungsbilanz. Und dennoch
sollen die Verantwortlichen zur Eröffnung die Sektkorken haben knallen lassen. Wahrscheinlich einfach nur deshalb, weil die Elfi früher fertig geworden ist als der Flughafen in Berlin und Stuttgart 21. Zwischenzeitlich hatte man ja schon gedacht, man müsste das ganze Gebäude nach Schuberts Sinfonie in H-Moll benennen, die unvollendete. Aber dem war dann zum Glück doch nicht so. Dabei ist der Hamburger an sich natürlich eigentlich eher bescheiden, nordisch, kühl, Kaufmann. Und trotzdem ist dieses Ding doch ziemlich kompliziert gewesen. Vor 15 Jahren kam dann plötzlich die Idee auf, man wollte doch in der Liga der tollsten Opernhäuser mitspielen, mit Sydney zum Beispiel in Australien auf einer Wellenlänge schwimmen. Und dann hat man sich diesem Projekt ergeben. In der ersten Machbarkeitsstudie sprach man noch von 77 Millionen Euro. Und das wurde dann um ein Vielfaches getoppt. 789 Millionen Euro waren am Ende in den Rechnungen zu finden. Und dafür zahlt der kulturbegeisterte Steuerzahler. Nein, es zahlt der Steuerzahler und vielleicht insbesondere die, die kulturbegeistert sind, profitieren dann davon. Die Kosten für die Elbphilharmonie hat aber die Stadt eigentlich schon wieder drin, denn sie hat sich ja bei der Bewerbung für Olympia zurückgezogen und damit eigentlich etwas gespart. Nun, aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, die Elbphilharmonie ist wirklich gelungen. Aus musikwissenschaftlicher Sicht. Nicht aus finanzwissenschaftlicher Sicht. Dazu gleich noch etwas mehr. Nur die Musikwissenschaft wird vielleicht auch die Nagelprobe für dieses neue Gebäude sein, denn es wird nicht an der Infrastruktur liegen, es wird nicht an der Schönheit des Gebäudes und an der Extravaganz der Architektur liegen, sondern daran, wie gut die Künstler sind, die dort auftreten. Und da mag man bei der Eröffnung schon seine Zweifel gehabt haben, insbesondere beim ein oder anderen Solospiel. Nun, lassen Sie uns noch über das Thema Ausschreibung reden. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind. Meine These ist, dass die meisten großen Projekte deshalb scheitern, weil sie öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Und mit der Ausschreibung hatte man eigentlich die Idee, dass man große Projekte möglichst kostengünstig einkauft. Und so ist die Ausschreibung in der Industrie und insbesondere in öffentlich-rechtlichen Vergabeverfahren das Mittel der Wahl. Man lässt Projekte beschreiben, lässt dann verschiedene Anbieter bieten und man nimmt denjenigen mit dem besten Preis, zumeist manchmal dem mit auch der besten Preis-Leistung. Aber was man tut, ist, man zerstückelt das ganze Projekt, macht es klein und verwurstet es sozusagen in günstige Stücke. Und dann wundert man sich, dass am Ende niemand mehr die Teile zusammenbekommt, geschweige denn irgendjemand die Gesamtverantwortung für ein solches komplexes Vorhaben trägt. Und ich denke, damit wird die Ausschreibung von ihrer Idee, ein faires Vergabeverfahren zu machen und zu einem günstigen Preis zu gelangen, total ad absurdum geführt. Und wenn Sie mich fragen, ist einer der Hauptgründe für das Scheitern großer Bauvorhaben, insbesondere der öffentlichen Hand, das Ausschreibungsverfahren, in dem am Ende niemand mehr irgendwie Verantwortung dafür trägt, dass das Projekt auch so wie angeboten fertiggestellt wird. Ausschreibungsverfahren werden auch in der Industrie genutzt, teilweise auch dort dilettantisch, aber in der Regel nicht mit solchen desaströsen Ergebnissen, wie das hier der Fall ist. Übrigens zeigt der Tunnelbau in der Schweiz, dass es auch anders geht. Es geht nicht um die Ausschreibung an sich, es geht nicht um das Management solcher Großprojekte an sich. Es geht darum, dass wir es in Deutschland anhand von diesen Beispielen schlecht machen. Und meiner Meinung nach muss bei allen großen Projekten eines beachtet werden. Am Ende muss es jemanden geben, der die Verantwortung für alles trägt, der auch die Kompetenz hat, die Komplexität zu überwachen, um damit auch eine Leistung zu erbringen, die seiner Offerte entspricht. Nun, um den Boden vielleicht in diesem Vlog noch etwas zu schließen, könnte man sich überlegen, was wäre denn gewesen, wenn Ferdinand Piëch tatsächlich am Ende in der Elbphilharmonie die Aufsichtsratssitzung gemacht hätte und dort den Mitgliedern gesagt hätte, dass die Dieselaffäre bereits ein Thema sei. Nun, dann hätte sich vermutlich niemand herausreden können, dass er das nicht gehört hat, denn die Akustik ist ja exzellent. Ich würde mich freuen, wenn Sie und Ihr mit mir in den Austausch tretet, entweder über Inhalte
gerne über das Format, über die Art und Weise, wie ich das präsentiere. Bitte geben Sie mir und ihr mir euer Feedback in der Kommentarfunktion, per E-Mail, auf allen sozialen Kanälen, auf denen ihr mich finden könnt. Und ich glaube, das sind so ziemlich alle, außer Snapchat, aber das wäre noch ein Versuch wert. Und dann freue ich mich, wenn wir uns sprechen auf diesen Kanälen. Ich verspreche, dass ich dranbleibe. In diesem Sinne, bleiben Sie dran an gutem Management im anspruchsvollsten Job der Welt. Bis dann, euer Dirk Zupanzis.